Die Heinrichmühle war einst als unabhängige Großmühle konzipiert. Sie hatte alles, was für eine eigenständige Lebensführung nötig war. Säge, Bienenhaus, Bäckerei, Keller, Hauskapelle, Stallungen und Wirtschaftsgebäude. Meine Schwester und ich waren als Kinder immer hier draußen. Das hat meinen Onkels gehört. Der eine Onkel war Müller, der andere war der E-Werksbesitzer. Es war alles im Betrieb. Tagwerker sind auch noch gekommen. Da waren in der Sommerzeit, wenn Heuarbeit war, oft bis zu 50 Tagwerker waren im Haus. Da ist gekocht, waren dann bis zu 70, 80 Leuten, also mit dem so Gesinde. Und es war ja ein autarker Betrieb. Ilse Jetzels Großvater baute sich den schmucken zweigeschossigen Gartenpavillon, um eine Aussichtsplattform zu haben, wenn die neue Eisenbahn gebaut werden sollte. Doch die kam nie. Seitdem die Heinrichmühle nicht mehr in Betrieb ist, haben es die Nachkommen schwer, das Anwesen mit seinen vielen verschiedenen Gebäuden zu erhalten. Dank des Revitalisierungsfonds konnte das Wohnhaus trockengelegt werden. In die Wand wurden in einem halben Meter Höhe im Putz Elektrokabel eingelegt. Normalerweise funktioniert diese Technik mit Warmwasserleitungen, doch mit einem eigenen E-Werk spielen Stromkosten eine geringe Rolle. Wir haben in diesem Fall eben die Trockenlegung im Wege einer Bauteilheizung erreicht. Das heißt, neben der normalen Drainagierung der anstehenden Wässer haben wir das feuchte Mauerwerk durch eine Heizungsleitung, die im Putz verlegt wird, bewerkstelligt. Das heißt, die Wand wird erwärmt, wird dadurch trocken, erwärmt dadurch nicht nur den Raum, sondern erhöht auch noch die Wärmedämmfähigkeit der Wand. Und das ganze System ist eigentlich eine Trockenlegung und Heizung in einem.